Erstmal für die Einladung. Ich fange mit Assalamu alaikum an. Assalamu alaikum heißt auf Deutsch Friede sei mit euch oder mit Ihnen. Mein Name ist Amin El Adel, ich bin 40 Jahre alt, stamme aus Marokko, lebe in Deutschland seit 20 Jahren, davon 19,5 Jahre in Münster. Ich habe bis vor circa 4 Wochen in einer Arabischschule unterrichtet. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Wir hatten in der Schule so circa 70, 80 Kinder unterschiedlichen Alters. So wie der Name das sagt, Arabische Schule, dort wird überwiegend Arabisch unterrichtet. Und zwar einmal die Woche, sonntags für circa 3 Stunden. In der zweiten Stunde unterrichten wir Islamkunde. Zum Teil ja, weil rein objektiv gesehen wird in der Arabischschule nicht nur Koran unterrichtet, sondern auch Arabisch, denn ohne arabische Kenntnisse kann man keinen Koran verstehen und lesen. Abgesehen davon ist leider der Begriff Koranschule in der Wahrnehmung der Gesellschaft durch die, sag mal, nicht ganz sachlichen Berichterstattung der Medien nicht positiv. Und daher bin ich persönlich davon abgeneigt, unsere Schule als Koranschule zu bezeichnen. Ich war stark geprägt durch meine Mutter, die jahrelang Französischlehrerin in Marokko gewesen ist. Ich durfte sie ein paar Male sogar begleiten und ich wollte als Kind Lehrer werden. Aus heutiger Sicht bin ich froh darüber, dass ich doch kein Lehrer geworden bin, weil das ein sehr anstrengender Job ist, obwohl das eine edle Aufgabe ist. Allerdings, da ich extrovertiert bin, ich bringe Menschen generell, allen voran Kindern, Neues bei. Und Arabisch ist eine sehr wichtige Sprache. Das ist immerhin die Sprache von mehr als 300 Millionen Menschen auf der Welt. Und diese Sprache hat, der haben wir vieles zu verdanken. Diese Sprache hat die Welt geprägt und beeinflusst, vor allem europäische Sprachen, unter anderem die deutsche Sprache. Wenn wir im Alltag Deutsch sprechen, dann benutzen wir bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt, ein paar Wörter, die aus dem Arabischen stammen. Beispiel Kaffee, was ich heute Morgen getrunken habe, oder Algebra, Algorithmus, Alkohol. Und so weiter. Ich unterscheide zwischen Integration und Assimilation. Ich bin ein Befürworter des Ersteren. Als Neuankömmling empfehle ich, dass man sich mit der Sprache, mit der Geschichte und mit den Bräuchen der Gesellschaft auseinandersetzt, damit man versteht, warum tickt eine Gesellschaft so, wie sie tickt. Allerdings, die Integration ist keine Einbahnstraße. Das heißt, beide, sowohl die Gesellschaft als auch der Neuankömmling, müssen zu einem Konsens finden, damit die Integration auf beiden Seiten gelingt. Und Assimilation ist deswegen für mich nicht so ganz gut, weil dieser Neuankömmling, der soll die guten Dinge aus seiner alten Kultur mitbringen. Und das bereichert halt die Gesellschaft, in der er in der Zukunft leben wird. Das kommt dann halt allen zugute. Zum Glück ganz, ganz selten. Allerdings, es bleibt mir in der Erinnerung ein Vorfall, der nicht so ganz glücklich ist. Und zwar, ich wurde leider aufs Übelste beschimpft von einem Kunden. Ich arbeite für ein kommunales Unternehmen und ich war noch im Service Center dieses Unternehmens tätig. Und dieser Kunde hat mich aufgrund eines banalen Missverständnisses leider beschimpft und laut geschrien: Ausländer raus. Leider war die Geldstrafe, die verordnet worden ist vom Gericht, in meinen Augen zu gering. Ja, aber immerhin
dieser Mensch oder diesem Menschen wurde zum Glück oder hoffentlich eine Lektion verpasst dadurch. Tatsächlich, als ich meinen Verein habe vertreten dürfen, ich habe an vielen Veranstaltungen teilgenommen, in der es primär um den interreligiösen Dialog ging zwischen Christen und Muslimen. Aktuell bin ich Jugendtrainer geworden einer U6-Mannschaft, in der auch mein Sohn spielt. Und gut die Hälfte meines Teams hat einen Migrationshintergrund oder eine Migrationsvorgeschichte, so wie man das diplomatischer sagt. Und ich finde das gut, dass ich auch selber aus einer anderen Kultur stamme, denn so kann ich bestimmte Reaktionen von den Kindern und deren Eltern besser einschätzen. Ich träume von einer Gesellschaft, in der die Herkunft und die Religion und die Hautfarbe des Menschen absolut egal ist. Ich träume von einer Gesellschaft, wo die Barmherzigkeit und die Nächstenliebe über allem stehen. Denn lebt man in so einer Gesellschaft oder lebt eine Gesellschaft das aus, so ist der Wohlstand für jeden garantiert. Und ich wünsche mir, dass die deutsche Gesellschaft in der Zukunft so sein wird.